möglich. Und damit kommen wir zu einem wirklich bizarren Rechtsstreit. Seit knapp 2 Wochen dürfen neue Zigarettenpackungen nur mehr mit solchen Schockbildern über die möglichen Folgen des Rauchens produziert werden. Verantwortlich dafür ist eine neue EU-Tabakrichtlinie. Eines der Bilder, die von der EU-Kommission europaweit vorgegeben werden, zeigt diesen Mann, angeblich einen Schauspieler. Laut einer Niederösterreicherin ist es allerdings ihr vor 2 Jahren verstorbener Ehemann, der noch dazu nie in seinem Leben geraucht habe. Sie geht jetzt vor Gericht. Das ist Franz Wegerer. Der Niederösterreicher war Anfang 2014 im Wiener AKH wegen eines Gehirntumors in Behandlung. Und das ist eines jener Schockfotos, die künftig auf Zigarettenpackungen Raucher von ihrer Sucht abbringen sollen. Als Johanna Wegerer dieses Foto im Februar in einem Fernsehbeitrag sieht, ist sie wie vom Blitz getroffen. Da haben sie das mit den Raucherfotos gezeigt und dann haben sie meinen Mann ganz groß eingeblendet. Und das war für mich so ein Schock. 3 Tage später stirbt ihr Mann. Johanna Wegerer und die gesamte Familie müssen nicht nur den Verlust verkraften, sondern sie sind auch immer wieder mit den beiden Bildern konfrontiert, die für sie zweifelsfrei Franz Wegerer zeigen. Wir haben so einen Leidensweg hinter uns, also mein Mann, die Kinder und ich und auch meine Familie. Also dass das für uns ganz fürchterlich ist, wir können damit nicht abschließen. Johanna Wegerer wendet sich an die Rechtsanwaltskanzlei Böhmdorfer. Ein wochenlanger Briefwechsel folgt, in dem die EU-Kommission immer wieder lapidar erklärt, das sei nicht Franz Wegerer. Auf die Bitte um Belege kommt lediglich die Kopie der Einverständniserklärung eines Mannes in Deutschland, dass seine Fotos verwendet werden dürfen. Wer er ist, bleibt wegen Schwärzungen im Dunkeln. Also das sind alles große Fragezeichen und die Kommission, wir haben nicht den Eindruck, dass die Kommission sich bemüht, das aufzuklären. Wir können aus Datenschutzgründen nicht sagen, wer der Mann ist. Man muss der EU-Kommission also einfach glauben. Punkt. Ich habe nichts zu verbergen. Ich kann alles offenlegen, aber ich glaube, dass die EU etwas zu verbergen hat. Und was sagt das AKH, aus dem die Fotos stammen müssen, wenn es sich um Franz Wegerer handelt? In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der Zeit im Bild 2 schließt man aus, dass die besagten Bilder im AKH aufgenommen wurden. Die abgebildete Ausstattung wie Defibrillator, Beatmungsschläuche, Wäsche etc. wird im AKH Wien mit Sicherheit nicht verwendet. Doch Frau Wegerer, die Anfang 2014 täglich am Bett ihres Mannes war, ist sich sicher. Ich bin mir nicht hundertprozentig, sondern tausendprozentig sicher. Und mit ihr rund 130 Menschen aus dem niederösterreichischen Weidmannsfeld, vom Bürgermeister über den Hausarzt bis zum Pfarrer, die das auf einer Unterschriftenliste auch bezeugen. Für mich steht zweifelsfrei fest, dass der am Bild dargestellte Mensch Franz Wegerer ist. In der letzten Zeit habe ich ihn sicher jeden zweiten Tag gesehen und das ist zweifelsfrei, ist er das auf diesem Foto. Die EU-Kommission bleibt dabei, das ist nicht Franz Wegerer und einfach aus Rücksichtnahme auf die Fotos zu verzichten, lehnt man auch ab. Für die Angehörigen tut es uns sehr leid. Unglücklicherweise schauen sich manche Menschen ähnlich. Das kann man leider nicht verhindern. Wegerers Anwälte haben die Wiener Zeitung stellvertretend für alle Medien auf Unterlassung geklagt. Am Ende soll aber der Europäische Gerichtshof klären, ob die Verletzung von Grundrechten vorliegt. Das kann dauern. Und an der Öffentlichkeitsarbeit der Europäischen Kommission könnte man möglicherweise noch etwas arbeiten.